5 wichtige Neuerungen für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute geht es in dem Video um 5 wichtige und aktuelle Änderungen, die Millionen von Rentnern oder bevorstehenden Rentnern betreffen und über die ich hier auf dem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de Sie mal informieren möchte. Also abonnieren Sie unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Die wichtigste Änderung ist das Gesetz zur Energiepreispauschale für Rentner. Dieses Gesetz betrifft rund 20 Millionen Rentenempfänger in Deutschland. In der ersten Runde für die Energiepreispauschale für Erwerbstätige hat der Gesetzgeber bewusst alle gesetzlichen Rentenbezieher außen vor gelassen. Grund hierfür die hohe Rentenerhöhung 2022, die so hoch ausgefallen war, dass die Ampelkoalition keine Veranlassung gesehen hat, die Rentner mit in die 300 Euro einzubeziehen. Der Sturm der Entrüstung war so groß, dass die Bundesregierung handeln musste. Am 20. Oktober 2022 hat der Bundestag und danach am 27. Oktober 2022 der Bundesrat die Energiepreispauschale für Rentner endgültig und fix beschlossen. Sie kommt zum 1.12.2022. Zweite Änderung oder zweite Neuerung, was viele gesetzliche Rentenbezieher noch nicht so richtig mitbekommen haben, dass sie neben der Energiepreispauschale für Erwerbstätige, die sie aus einem lohnsteuerpflichtigen Job im Jahr 2022 erhalten haben, nochmal anrechnungsfrei die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner bekommen können. Also zweimal 300 Euro Energiegeld. So bestätigt es auch die Deutsche Rentenversicherung auf ihrer Internetseite. Die Zahlungen schließen sich einander nicht aus. Es ist aktuell für Sie noch nicht zu spät. Sie müssen also als Rentner nur einen Tag im Jahr 2022 als Erwerbstätiger gearbeitet haben, zum Beispiel in einem versicherungspflichtigen Job oder pauschal versteuerten Minijob, dann können Sie neben der Energiepreispauschale für Rentner auch noch die Energiepreispauschale für Erwerbstätige bekommen. Sichern Sie sich jetzt noch bis zum 31.12. diese Möglichkeit. Keine Angst! Alles ist legal. Die 300 Euro, die Sie zusätzlich als Energiepreispauschale werden nicht als Hinzuverdienst auf die Rente angerechnet. Für Sie sicher eine gute Nachricht, um sich die 300 Euro im Jahr 2022 eventuell sogar doppelt zu sichern. Dritte Neuerung. Holen Sie sich doch ganz einfach noch die 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner bis zum 1.12.22 ab. Wie geht's? Ganz einfach, Sie stellen einen Rentenantrag für eine Altersrente, entweder noch im November 2022 oder für den 1.12.2022. Da der Bezug einer gesetzlichen Altersrente eine Voraussetzung für den Erhalt der Energiepreispauschale für Rentner ist, muss diese Rente spätestens zum 1.12.2022 beginnen. Daher haben Sie sogar noch Zeit, bis zum 31.12. hier rückwirkend zum 1.12. diesen Jahres die Altersrente zu beantragen und sich somit auch die 300 Euro Energiepreispauschale zu sichern. Schätzungsweise bis zu 100.000 Neurentner werden diese Chance nutzen. Vielleicht sind Sie ja auch mit dabei. Vierte Neuerung. Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten fallen zum 1. Januar 2023 ersatzlos weg. Millionen vorzeitige Rentner, die noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben, können also ab 2023 neben der Rente anrechnungsfrei so viel dazu verdienen, wie sie wollen. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie doppelte Einkünfte haben und Sie erwerben darüber hinaus sogar noch zusätzliche Rentenpunkte für eine spätere, höhere Altersrente ab Ihrer Regelaltersgrenze. Der Nachteil, Sie müssen Geld für das Finanzamt zurücklegen. Es werden sicher Steuerforderungen fällig. Nur wenn Sie einen Minijob neben der Rente machen, ist diese Tätigkeit bei Pauschalversteuerung steuerfrei. Sie müssen nur aufpassen, dass der Arbeitgeber die richtige Lohnsteuerklasse für Sie erfasst. Üben Sie nur einen Job neben der Rente aus und beziehen zum Beispiel keine Betriebsrente, dann erhalten Sie Ihre ursprüngliche Lohnsteuerklasse. Die Zuteilung der Lohnsteuerklasse 6 in dieser Konstellation wäre dann aus unserer Sicht falsch. Die fünfte Neuerung, und da bin ich mir fast sicher, dass das die meisten von Ihnen nicht wissen. Millionen Menschen und auch Rentner werden ab 2023 weniger Miete zahlen müssen. Mieter zahlen seit 2021
die CO2-Steuer als Teil der Betriebskosten, zum Beispiel für Brennstoffe, die der Vermieter einkauft und die Kosten hierfür als Betriebskosten auf die Miete zu Lasten des Mieters umlegt. Darin enthalten ist die CO2-Steuer. Vermieter sind aber ab 2023 verpflichtet, nach einem Stufenmodell einen Teil der CO2-Steuer, die hier auf Gebäude anfällt, selbst zu tragen. Wie hoch der Anteil ist, die der Vermieter ab 2023 an dieser CO2-Steuer mittragen muss, staffelt sich nach der Energiebilanz des Gebäudes, in dem Sie als Mieter wohnen. Je schlechter die Energieeffizienz des Gebäudes ist, in dem Sie wohnen, also je mehr Energie das Haus verbraucht und je mehr CO2 es ausstößt, umso höher ist der CO2-Steueranteil, den der Vermieter ab 2023 allein tragen muss und Sie daher nicht mehr zu zahlen haben. Die Staffelung liegt ab 2023 zwischen 0-90% der CO2-Abgaben. Mein Tipp: Lassen Sie sich jetzt schon den Energieausweis des von Ihnen bewohnten Gebäudes vom Vermieter vorlegen. Prüfen Sie in der Betriebskostenabrechnung 2023, ob der Vermieter die Kosten der CO2-Abgabe entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, die ab 2023 gelten, auch tatsächlich übernommen hat. Die monatlichen Mietsenkungen sind sicherlich nicht gewaltig, aber jeder Cent, den Sie oder Millionen andere an Miete nicht zahlen müssen, hilft Ihnen sicherlich in dieser schweren Zeit mit den explosionsartig gestiegenen Energiekosten weiter. Fordern Sie Ihre Mietsenkung ein, wenn es rechtlich möglich ist. Und sozusagen als kleine sechste Neuerung, nur so als kleines Bonbonchen: Aktuell haben wir ja die Midijob-Grenze 1600 Euro. Diese wird ab Januar 2023 auf 2000 Euro steigen. Auch vom Vorteil für viele Rentner, die im Midijob-Bereich arbeiten. Da müssen Sie nämlich weniger Sozialabgaben zahlen. Wenn Sie einen Punkt besonders interessiert, so schreiben Sie uns dies gerne unten in die Kommentare. Dann können wir gegebenenfalls ein extra Video mit mehr Details für Sie oder zu diesem Thema drehen. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.